Willkommen nun zum vierten Dreh in Sachen Melango-Versteckspiel. Man könnte schon meinen, wir bekämen Geld dafür. Nur kurze Erinnerung: Melango macht Werbung auf Facebook. Auf Facebook mit der Werbung Zalando.de. Wenn wir hier mal schauen und die Werbung abschalten wollen, dann werden wir feststellen, dass wir hier einen Suchtext haben, den wir abschalten könnten. Die Frage ist, ob wir damit sämtliche Zalando-Werbung ausblenden würden oder nur diese Werbung. Wollen wir jetzt hier mal nicht tun. Nicht jeder von uns hat aber einen eigenen Proxy-Server, über den er im Internet surft, so wie ich hier. Facebook und Zalando werden ja auch erfolgreich in der Nase herumgeführt. Also versuche ich, alles hier einmal etwas von der Anwenderseite zu beleuchten. Wir haben hier den Chrome offen, mit dem wir die Zalando-Werbung bzw. vermeintliche Zalando-Werbung sehen. Restpostenpalettenwaren, Sonderposten, Konkurswaren, Lagerüberhänge. Wir klicken hier einmal mit Steuerung-Klick drauf und klicken gleich darauf, noch einmal mit Steuerung-Klick da drauf und vergleichen mal die beiden Seiten. Der erste Klick ging auf die Webseite Wir lieben Großhandelspreise, großhandelspreise.de. Auf der ersten finden wir mal wieder keine AGB. Auf der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Seite werden da fündig. Hier unten haben wir nämlich die AGB und auch die das Impressum. Wir gehen da mal kurz drauf. Das ist melango.de. Können ja mal zum Vergleich die Melango öffnen. www.melango.de. Schieben wir mal schön nebeneinander. Das Interessante jetzt dabei ist, dass wir auf der Startseite, dazu gehen wir nochmal zurück, auf der Startseite, die wir bekommen haben, wir lieben großhandelspreise.de, hier oben keine AGB sehen. Auf der Startseite von Melango dagegen schon. Melango, wir lieben Großhandelspreise. Melango, wir lieben Großhandelspreise. Hier ist bei der Seite, die als Werbeziel für Facebook genutzt wird, nur eine Übersicht. Bei Melango dagegen Telefondaten, Anmeldedaten und so weiter. Wir vergleichen dazu auch mal das Impressum. Das ist seltsamerweise identisch. Auch hier wieder die normale Menüleiste ganz oben. Dann fragt man sich, warum wird hier ein Unterschied gemacht? Und die Frage kann eigentlich nur der Ersteller beantworten. Die werden wir hier also offen lassen. Viel interessanter ist eigentlich nicht die Melango-Seite, sondern der zweite Klick. Wo hat er uns hingebracht? Der zweite Klick, wir erinnern uns, ging nicht mehr auf Melango, sondern auf eine Unterseite von Zalando. Nehmen hier mal die Hauptseite von Zalando. Relativ übersichtlich, Benutzerkonto und so weiter. Und die Unterseite von Zalando, sehr eigenartig hier mit diesen netten Damen, langes blondes Haar. Nette Dame, langes blondes Haar. Warum versucht man hier so eine Ähnlichkeit hinzubekommen? Nun, das beantwortet, glaube ich, diese Frage. Zalando.de. Was ist da passiert? Erster Klick auf Melango, beziehungsweise wir lieben Großhandelspreise. Zweiter Klick auf Zalando. Wir schauen uns das Ganze mal in den Einstellungen an vom Google Chrome und sehen, dass hier ein Cookie angelegt wurde, was das Sale Großhandels Produkte heißt. Für jede Verbindungsart. Es ist übrigens ein Jahr gültig. Das heißt also, wenn wir uns am 15. Mai gegen 20 Uhr auf dieser Webseite befinden und draufklicken, landen wir wieder bei Melango. Das ist meine Vermutung. Wir entfernen das Cookie einfach mal und probieren den ganzen Spaß nochmal. Das ist jetzt der dritte Klick. Wieder mit Steuerung und landen wieder auf Melango. Nun, vierten Klick werden wir auch nicht vorenthalten. Wir landen bei Zalando. Also, erster Klick. Zweiter Klick, dritter Klick, vierter Klick. Wir werden das mal wieder schließen und gehen nochmal
Auf die Einstellung Details Inhalt. Tippen da mal wieder Sale ein. Und da ist es wieder, das Cookie. Sale Großhandelpreise gilt diesmal bis kurz nach 20 Uhr nächstes Jahr. Auch das löschen wir wieder. Jetzt machen wir das mal anders. Wir nehmen die Ausstellerdomain. Entfernen das Cookie. Nehmen eine Ausnahme und sagen, für diese Domain möchten wir keine Cookies mehr zulassen. Die möchten wir blockieren. Fünfter Klick. Belango. Sechster Klick. Belango. Siebter Klick. Belango. Tja, ich glaube, das ist wohl die Schraube, die die Kollegen aus Chemnitz verwenden. Wir nehmen die URL mal direkt, schließen die übrigen Reiter, löschen und sehen hier auch eine sehr interessante Sache. Gehen wir die URL direkt ein, ist auch wieder oben AGB Preisliste, Kontaktimpressum und so weiter. Über den Werbungslink ist das nicht vorhanden. Warum macht man diese Unterschiede? Betrugsverdacht Anzeige melden und so weiter. Die Seite sieht komplett anders aus als vorher. Klicken hier mal drauf. Hier so schön klein, das Kleingedruckte, dass man sich um einen Unternehmer handeln muss. Tippt man da seine Daten ein, es ist schon mal etwas besser aufgeteilt. Es müssen die Preise laut BGB-Urteil, laut Urteil nicht auf der Startseite stehen, beziehungsweise hier direkt stehen. Nur ist schon seltsam, dass man hier nirgendwo rankommt. Also ich sehe keinen Link zu einer Werbung, zu einem Preis oder ähnliches. Der Verdacht liegt nahe, dass man hier seine Daten eingibt und dann bereits mit dem Klick auf Weiter zu Schritt 2 seine Daten tatsächlich absendet, denn es handelt sich hier um ein ganz normales Formular. Und ein Formular wird immer zum Absender zurückgeschickt mit den entsprechenden ausgefüllten Daten. Hier sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Werden wir mal vergleichen. Gut, das sieht diesmal identisch aus. Zwischendurch ist dann mal unten in der Fußleiste die AGB im Fließtext zu finden. Hier jetzt mal nicht. Nun, das klingt alles interessant. Die Sperre machen wir wieder raus. Ich fand sie lustig. Dann klicken wir nochmal drauf, landen auf Melango, klicken nochmal drauf und landen auf Zalando.